Seid gegrüßt. Mein Name ist Emil Sandkohl. Ich bin der Ausbildungsleiter der IQGV. Und heute möchte ich Ihnen ein Übungsprogramm für Senioren und Menschen, die sich nur schwer körperlich bewegen können, vorstellen. Diese Übungen haben ein Grundprinzip. Sie sind einfach, natürlich und wirkungsvoll. Diese Übungen haben den großen Vorteil, dass sie mit geringstem körperlichem Einsatz gute Ergebnisse erzielen. Üben Sie ohne Kraftaufwendung, üben Sie sensitiv und sanft, nicht zu fest, nicht zu locker, wohl dosiert. Die Bewegungen sollen hierbei rhythmisch, gleichmäßig und gemäßigt sein. Wir beginnen mit Klatschen. Hände reiben. Beim Klatschen achten Sie darauf, dass Sie die Finger etwas strecken. Hände ablegen und nachspüren. Das Klatschen und das Händereiben war die Ursache und das Gefühl beim Nachspüren zeichnet die Wirkung ab. Die Handinnenflächen zeichnen Reflexzonen der Vorderseite des Körpers ab. Wir erreichen über die Handinnenflächen, über die Reflexzonen der Handinnenflächen, alle Regionen der Vorderseite des Körpers. Die zweite Übung ist das Handrücken klatschen. Und nachspüren. In den Handrücken sind alle Körperbereiche der Rückseite des Körpers in Reflexzonen dargestellt. Also kommt es einer Rückenmassage gleich. Und spüren Sie einmal nach, wie sich die Hände und die Rückseite des Körpers im Fühlen verändert.
Wir lernen, wenn wir so üben, schmerzhafte Gefühle in neutrale Gefühle zu verwandeln. Und wir lernen, neutrale Gefühle in angenehme Gefühle zu transformieren. Nachspüren. Bei der dritten Übung werden wir den Bereich der Handballen klopfen. Die Handballen repräsentieren den urogenitalen Bereich des Körpers bei Männern und bei Frauen. Und nachspüren. Die vierte Übung ist das Fingerklopfen. Dafür werden alle 10 Finger aufeinander gesetzt. Daumen auf Daumen, Zeigefinger auf Zeigefinger, Mittelfinger auf Mittelfinger, Ringfinger auf Ringfinger und kleiner Finger auf kleiner Finger. Diese Übung erreicht alle Armbereiche, alle Handbereiche, alle Fingerbereiche, alle Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß- und Zehenbereiche. Und nachspüren. Und wir kommen zur fünften Übung. Das ist der Kampf der Tigermäuler. Zwei Tiger beißen sich. Diese Übung wirkt auf Schmerzempfindlichkeit, sie reduziert Schmerzen und sie besänftigt den Geist. Weniger Schmerzen, ruhiger Geist. Das ist das Tigermaul zwischen Zeigefinger und Daumen. Und die Übung geht dann so. Und nachspüren. Die sechste Übung ist das Fingerverschränken, wie beim Beten.
und nachspüren. Die siebte ist das Handgelenke aneinander reiben innen. Ein leichter Druck reicht völlig und bleiben wir beim Handgelenke reiben, das hier. Ein sanftes Umfassen und ein sanftes Massieren der Manschettenregion. Und nachspüren. Und nochmal klatschen. Und nachspüren. Und einen imaginären Energieball halten. Stellen Sie sich vor, Sie halten einen Luftballon und drücken ihn sanft ohne jede Kraft zusammen und lassen Sie ihn wieder größer werden. Und die Handkanten auflegen, die Handinnenflächen zeigen zueinander, in die Hände spüren.
einmal Energiesenken. Einatmend heben und ausatmend senken. Und Hand auf Hand auf Bauchnabel ablegen. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen. Die Hände berühren sich und der Bauch wird berührt. Sanft und sensitiv.